10:10. Schönen guten Morgen. Also man kann ja über Covid denken, was man will. Der Immobilienmarkt auf Mallorca, der boomt so richtig seit fast 2 Jahren. Viele denken über ein Eigenheim auf unserer Seite nach. Sie auch? Dann ist es gut, wenn Sie gute Partner an der Seite haben, die bei der Suche und alles, auch was danach kommt, helfen. Michael Führer von Führer Immobilien, der kennt die Insel und auch die Mallorca-Immobilien prinzipiell wie seine Westentasche. Ja, also ich habe ja ein Maklernetzwerk mittlerweile mit über 30 Büros, die mit mir oder uns zusammenarbeiten in Deutschland. Aber auch hier sind Decks auf der Insel natürlich flächendeckend verteilt. Und jeder hat ja so seine Lieblingsplätze auf seiner Insel. Jedes Fleckchen hier hat eben seinen Anspruch und sein Publikum. Genau, und oberste Priorität für den Kunden, Qualität vor Quantität. Ich glaube, ich habe schon 15.000 oder 20.000 Wohnungen, Häuser von innen gesehen. Und deswegen habe ich nicht nur großen Bauch, sondern auch ein Feeling dafür. Und von daher, sag ich mal, machen wir es auch emotional so, wie es eben ist. Ich gehe in eine Immobilie rein, fühle das und mit meinem Fototeam oder auch Kamerateam, wo wir mal Filme machen, ist ganz einfach. Ich muss es fühlen und ich muss eigentlich immer selbst dahinter stehen. Und für mich stellt sich immer die Frage, wird es hier selbst einziehen? Wenn ich die mit Nein beantworten kann, dann wird es auch schwierig mit dem Verkauf. Ich muss mal das schon sehr, es muss eine schöne Immobilie sein, weil nicht alles um jeden Preis zu verkaufen. Und Michael Führer profitiert von einem breiten Networking, das er sich aufgebaut hat. Und das ist ja auch als Kunde von Vorteil. Heute können mich die Kunden zum Beispiel fragen, du, ich brauche einen Hausmeister. Dann habe ich natürlich auch sofort einen in der Hand oder ich brauche da noch was und so weiter und so weiter. Das bildet sich ja alles aus Netzwerken heraus. Wir sind aktiv von Sylt bis Mallorca. Derjenige, der auf Sylt eine Immobilie besitzt, der hat möglicherweise einen in Kitzbühel, möglicherweise auf Mallorca, vielleicht Ibiza oder wie auch immer. Und mittlerweile entdecken auch immer mehr Leute das noch kostengünstige Nordzypern, wo ich ebenfalls mich niedergelassen habe, weil es ein traumhaftes Land ist. Kann man euch erreichen? Ja, also das ist, wir sind natürlich tatsächlich auf allen Social-Media-Plattformen zu erreichen, was auch wirklich sehr viele Anfragen mittlerweile beinhaltet. Wir posten auch immer das Objekt des Tages, was wir natürlich dann auch immer ein bisschen sehr gut beschreiben. Und gerne dann auch die Webseite besuchen, www.immobilien-führer.com.